Wir sind jetzt bei 11 Mega ungefähr. Ich hätte die natürlich gerne irgendwann voll. Ne? Ohne, dass da irgendwas zappelt oder irgendwas mehr Energie abzieht, als wir tatsächlich herstellen. Aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Und natürlich hätte ich gerne, dass wir unsere massiven Materialien für irgendetwas Sinnvolles nutzen können. Wenn wir irgendwann sagen können, dass das wirklich massiv ist, was wir abbauen. Oder weiß ich noch nicht. Bauxite ist, kann auch unten rein. Lead Ore natürlich auch. Das ist noch nicht drin. Wahrscheinlich ist das wieder mit Deep Slate und so. Okay, das können wir gar nicht verarbeiten, Dimensional Shard. Das ist natürlich ein bisschen doof. Appetite, Enrichment Chamber. Pulverizer kann sehr viel mehr, aber das brauchen wir gar nicht. Also kann ruhig in die Enrichment Chamber rein, Appetite. Und Dimensional Shard ist halt ein bisschen blöd, weil das mit Silk Touch abgebaut wird, aber brauchen tun wir es nicht. Also ich meine, es gibt buchstäblich keine Maschine, die es verarbeiten kann. Das ist ein bisschen ungünstig. So, Mist, Capacity Card. Wir brauchen eine Capacity Card. So, bam. Wunderschön. Mehr brauchen wir gar nicht. Das reicht schon. So, ich bilde mir jetzt auch ein, dass wir besonders viel Materialien haben und wir könnten sonst was draus bauen. Wahrscheinlich liege ich damit falsch. Aber das ist auch nicht so schlimm. Man lernt ja dazu. So, jetzt gehen wir mal wieder hier. Moment, wir brauchen noch ein bisschen Advanced Universal Cable. Davon brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. So, weil das ist nicht genug. Ist auch schön, dass wir so viel Steel haben. Das war immer so eine Sache, dass mir das ja immer keinen Spaß gemacht hat, Steel herzustellen. Aber jetzt, so schnell wie die Maschinen sind, sollte das ja auch gar kein Problem sein. Okay, wir haben 12. Das heißt, wir müssen eigentlich nur hier den Block hier einmal ein bisschen erweitern. So, dass wir hier lang gehen können und noch eine zweite Reihe anfangen. Hoppala. Warum ist denn das immer... Warum wird denn das so schnell immer abgebaut? Das ist ja der helle Wahnsinn. Manchmal, und das ist ganz unironisch, hin und wieder auch der Grund, warum ich nicht unbedingt eine Staffel beende, sondern eher eine Staffel neu anfange, sondern so das Bedürfnis verspüre, Minecraft neu anzufangen, wenn ich so krasse Werkzeuge habe und rumfliegen kann und so. Und dann habe ich irgendwann einfach wieder Lust auf das richtige Minecraft-Erlebnis. Und ich möchte mich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einem gewissen Fortschritt in der technischen Staffel, möchte ich mich einfach wieder vor Monstern fürchten. Und ich möchte ein bisschen stehen bleiben müssen, um Materialien abbauen zu können. Und ich möchte nicht immer Angst haben, einen Block zu zerstören, den ich nicht zerstören will, sondern ich will mehrere Sekunden draufhalten, bis der Block zerstört ist. Also einfach dieses klassische Minecraft-Erlebnis, das reizt mich ab einem gewissen Punkt immer wieder, dass ich sage, ja, ich möchte mit einer Schaufel Dirt abbauen, weil das einen Unterschied macht, welches Werkzeug ich benutze, weil ich langsam bin und ich möchte auf gewisse Sachen achten, die mir inzwischen in dieser Staffel jetzt echt egal sind. Und dieses Gefühl habe ich denn immer, wenn ich so ein fortgeschrittenes Spiel gespielt habe. Obwohl das hier wahrscheinlich für viele überhaupt nicht fortgeschritten ist, aber sei es drum. Aber ich denke dann immer wieder, ja, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne wieder neu anfangen, um wieder dieses klassische Minecraft-Erlebnis zu haben, was man hat, wenn man gerade angefangen hat. Weil man hier irgendwann zu sehr übermensch geworden ist, innerhalb des Modpacks. Und dann bin ich eher dazu angehalten, irgendwo wieder neu anzufangen. Deshalb würde ich jetzt keine Staffel unterbrechen oder abbrechen oder sowas, das wäre albern. Aber das sorgt dann eher dafür, dass ich eine neue Staffel schneller anfange, als ich es vielleicht geplant hätte. Zum Beispiel. Das wäre so eine Sache. Okay, habe ich jetzt einen Block zu viel abgebaut. Ich habe mir das fast schon gedacht. Aber ist nicht allzu dramatisch. Wir füllen das einfach wieder ein hier. So, dann hat das keiner gesehen. Und dann wird auch keiner böse, weil ich irgendwie die Landschaft zerstöre oder sowas, ja. Das ist denn nicht so dramatisch.
rede ich mir zumindest ein. Ich meine, wer will denn in meine Welt kommen, ja? Ich bin hier Diktator und mir vorschreiben, dass ich diesen Berg nicht abbauen darf. Ne? Wer will mir sowas sagen? So, jetzt haben wir hier noch eine. Ach ja, genau, nur eine, nicht zwei. Nee, nicht zwei. Gut, alles in Ordnung. Okay, cool. Ich habe jetzt natürlich die Übersicht verloren, wie viel Strom wir haben. Wenn wir nochmal 10 weitere haben, müssten wir eigentlich nochmal 1500 plus haben. Und ich habe ja mehr als 10 hinzugefügt. Das heißt, wir müssten eigentlich schon über 13 sein. Rein theoretisch. Okay, auf der anderen Seite muss ich es rüberführen. Wir müssten über 13 sein von der Stromerzeugung. So. Okay. Dann gehen wir mal wieder in die Basis. Wahrscheinlich ist Nacht, nicht wahr? Nee, es ist nicht Nacht. Ist es fast Nacht? Ja, es ist fast Nacht. Die Sonne geht gerade unter. Deshalb könnte es sein, dass die Solarpanel gerade keine volle Effizienz mehr haben. Aber wir haben 13,5 plus. Geil. Sehr geil. Wie gesagt, nach wie vor die Sache, wenn wir jetzt in der Nacht alles laufen lassen, dann wird natürlich unser Vorrat sinken, weil der gerade nicht sonderlich groß ist. Und deshalb hätte ich eigentlich ganz gerne irgendwie so einen Ausschalter, dass wir den Output deaktivieren können. Und ich weiß nicht, ob das geht. Der Induction Port. Warte mal, kann man nicht das Advanced Universal Cable irgendwie einfach mit einem Hebel ausschalten? Oder irgendwie sowas? Das würde ich eigentlich ganz gerne probieren. Weil ich würde jetzt zum Beispiel gerne alles ausmachen, damit wir erstmal einen riesen Puffer bekommen. Für einen Tag von mir aus. Damit wir mal richtig was machen können. Lever? Ich habe keinen Lever. Aber ich weiß nicht, ob man das nicht einfach so ausschalten kann. Mit einem Dingens. Es gibt doch so Redstone Control, oder? Ich weiß nicht, ob das direkt an einem Kabel einfach funktioniert, weil das wäre cool. Nee, das hat jetzt gar nichts gebracht. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich gibt es hier einen Redstone Control Port. Nicht wahr? Induction Matrix. Dann müsste man mal gucken. Oh, der Input sinkt. Es wird Nacht. Genau das meine ich. Und vielleicht kann man das mit einem Daytime-Sensor toggeln und das mal automatisch machen. Weil das ist eigentlich, weshalb ich die Aufnahme begonnen hatte, worauf ich Bock hatte, vor 5, 6 Episoden oder sowas, hier ein Daylight-Sensor einzubauen und grüne und rote Lampen, damit ich sehe, ob Tag oder Nacht ist. Und das auch unten im Keller zu haben, dass man überall sieht, was gerade los ist. Ob gerade Strom generiert wird oder nicht. Das hätte ich gerne. Das ist eigentlich etwas, was ich bauen wollte für diese Aufnahmesession. Und was ich überhaupt nicht gemacht habe, weil mir das mit den Solar Panels zu viel Spaß gemacht hat. Frevel, ich weiß. Okay, wenn wir jetzt hier mal Induction Matrix gucken, gibt es hier einen Induction Port. Okay. A port that can be placed on an energized Induction Matrix, allowing for energy to be inserted from its output. Okay. Basic Induction Cell, ja. Induction Charger, Peripherals, Induction Smelter. Okay. Induction Casing, used for creation and Induction Matrix, Multiblock. Ja, ich weiß halt nicht, vielleicht heißt der Block ja ganz anders. Wenn wir jetzt nur Mechanism suchen, dann müsste es ja irgendwo so einen weißen Block, der so ähnlich aussieht. Casing, Induction Cell, das ist nur Storing Massive Amounts of Energy Single Block. Housed energy in an Energized Induction Matrix. Okay. Induction Provider, Induction Cell. Aber es sieht nicht so aus, als ob es da irgendwie ein Redstone Control gibt. Hm. SPS Port? A port used for the transfer of energy and substance in the supercritical phase shifter. Okay, das ist nicht unbedingt das, was ich gerade suche. Aber normal kann man doch Mechanism-Maschinen mit so Redstone Control rechts unten ausschalten. Warum hat denn der kein Redstone Control? Oh, das ist cool. Zum ersten Mal sehen wir hier so ein Zappeln. Das ist cool. Ja, der scheint irgendwie kein Redstone Control zu haben. Nee. Man kann den Output nicht deaktivieren. Aber es muss doch möglich sein,
dieses Universal Cable an- und auszuschalten, oder? Oder nicht? Ist das nicht eine Möglichkeit? Ich dachte immer, das würde irgendwie gehen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie an- und ausschalten kann. Dafür müsste ich jetzt mal ein Basic Universal Cable nehmen. So. Den kann ich gar nicht da drauf. Den kann ich gar nicht da drauf setzen. Okay, dann müssen wir vielleicht mal den Configurator nehmen. Configurator. So. Configurate Gases. Warte mal, wie war das? Shift. Nee. Wie war denn das? Shift N, wa? Genau. Gases, Infuse Types, Pigments, Slurries. Energy. Machen wir mal. So. Redstone Sensitivity turned on. Ah! Okay, warte mal. Okay. Redstone Sensitivity turned on. So, und jetzt gucken wir mal, was der sagt, wenn ich so mache. Oh! Oh, das ist ja cool. Jetzt hat er null Output. Das ist cool. Das funktioniert ja erstaunlich gut. Okay. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall... Der Hebel ist schon mal cool. Aber, wir brauchen irgendein Redstone-Conduit-Dingens oder so, damit ich hier da einen Hebel setzen kann. Eigentlich will ich den da haben. Bumm. Und wenn ich den drücke, dann soll der das aktivieren. Jetzt, okay, das war ja einfacher als gedacht. Ich meine, ich will die Aufnahme eigentlich beenden, weil ich so einen Hunger habe, aber ich komme hier irgendwie nicht weg. Jetzt gucken wir mal, was mit Redstone... Es gab ja mal Redstone Conduits. So, bam. Gibt es so etwas immer noch? Irgendetwas, was Redstone leitet? Eine Art Redstone Conduit, so wie es in Ender.io gab. Aber es sieht jetzt fast nicht so aus. Es gibt Redstone Wirecoil, transmits Redstone Signals, will not transmit power. Könnte man machen, Redstone Wire Connector? Redstone Root. Weil normales Redstone kann ich doch nicht an Wänden verlegen. Cut Redstone. Ah. Redstone Relay. Redstone Acid. Es gab doch mal richtig so ein Redstone Cable, was man verlegen konnte. Redstone Contact, Redstone Link, Redstone Essence. Redstone Receiver, stimmt, es gibt... The Redstone Receiver can get Redstone Signals remotely from a Redstone Transmitter or Button Module. The Redstone Transmitter accepts Redstone Signals and sends them out wirelessly to the receiver. Place down to create a channel or else right-click on a receiver transmitter to use that channel. Right-click on a meta transmitter or other Redstone receiver to link. Okay, wartet mal, das machen wir mal. Other Redstone receiver to link. Channel unset. Okay. Wir bauen jetzt einfach mal einen Redstone receiver. So. Wir brauchen mal einen Comparator. Ach, komm schon, meine Fresse. Okay, warte mal. Redstone Receiver. Redstone Torch. So, mach mal viele. Okay, das sind nicht viele. Redstone Comparator 1 und 2. Und dann brauchen wir noch ein Machine Base. Das ist kein Problem. Wir haben ja jetzt auch die ganzen Enderpearls, die man für so ein Unterfangen braucht, für Wireless-Zeug. Redstone Receiver. Weg. Redstone Transmitter. Noch ein Block of Redstone. Und noch ein Machine Base. Ach, komm schon. Nein. Machine Base, Gold Nugget, bam. Okay. Machine Base, bam. Dann brauchen wir noch Redstone Torches, kein Stick mehr. Nein, kein Treated Stick. Ich will einfach nur ein Stick. So. Ein paar Sticks. Ein paar Redstone Torches. So. Und Redstone Transmitter. So, der Transmitter. Okay, warte mal. Oh, Button Module. Was ist denn ein Button Module? Das finde ich eigentlich fast noch cooler. Button Screen Module. Button Module. Okay, das ist scheinbar das.
A module for a screen to send a redstone signal when pressed. Ach so, a module for a screen. Ah, okay. Jetzt gucken wir mal, Redstone Receiver. Wir testen das erst einmal hier. Redstone Receiver. Right-click with another transmitter. Okay. Channel set to 1. Okay. Und jetzt legen wir mal hier den Hebel. Und setzen den daran. Und jetzt nehmen wir nochmal ein bisschen Redstone, um das zu testen. Achso, das ist, der ist falsch gedreht. Warte mal. Den machen wir mal so. Ja, von mir aus so. Und das Redstone setzen wir daran. Dann setzen wir den Hebel dahin. Hurra! Funktioniert. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch einen guten Platz dafür. Weil da an der Wand kann ich es jetzt ganz offensichtlich nicht mehr machen. So, das heißt, ich brauche... Da, wie so ein Nachttisch in die Wand gehauen. Redstone Transmitter. So, und dann brauchen wir noch den Configurator. Den benutzen wir jetzt als Wrench, um den zu drehen. Ja, sehr gut. Und gucken mal, ob der Lever das aktiviert. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das müssen wir mal kurz ausprobieren. Ob der da rankommt. Ja, kommt er. Wunderbar. So, und jetzt gehen wir nur runter. Das ist cool. Das ist ja sogar cooler, als ich dachte. Jetzt gehen wir runter und setzen den den Receiver dahin. Bam. Und drehen den rum. Und jetzt ist es aus. Cool. Jetzt ist die Firma aus. Und jetzt ist die Firma an. Richtig? Jetzt kriegt er gerade Strom. Und wenn ich ihn ausmache, dann müsste er seinen Strom verlieren. Wenn er produziert. Achso, jetzt sind natürlich noch die Kabel voll. Die Kabel sind voll mit Strom. Aber ja, es verliert. Die Kabel verlieren. Und wenn ich jetzt wieder ausmache, dann sind die Kabel wieder voll. Cool! Großartig. Dann machen wir jetzt mal die Firma aus. Ja? Wir machen jetzt mal die ganze Firma aus, damit hier jetzt nichts mehr passiert und damit wir unser Strom aufgefüllt wird. Genau, das Kabel ist getrennt. Oh, wie cool. Das Kabel ist getrennt und wir bekommen jetzt gerade wahnsinnig viel Strom rein. Obwohl, es ist gerade Nacht. Es wird gerade Nacht. Ich meine, natürlich wird es gerade Nacht. Selbstverständlich. Selbstverständlich wird gerade Nacht. Das ist ja nicht zu fassen. Wahnsinn. Jetzt will ich gerade sehen, wie unsere Energie steigt und da wird es gerade Nacht. Können wir nochmal 10 craften? Es fehlt an Gold. Oh, weh. Jetzt geht's los, dass uns so die seltsamsten Sachen fehlen irgendwann. Wenn nicht die seltsamsten, sondern die normalsten Sachen. Jetzt geht uns Gold aus. Aber Gold können wir auch im Nether machen. Und da können wir auch mal den Digital Miner hinstellen. Ne? Einfach mal im Nether. Warum denn nicht? Wäre doch mal eine gute Idee, um das ganze Gold abzubauen. Das ist sogar eine sehr gute Idee, um das ganze Gold abzubauen. Ja! Warum, ey, der ist immer noch an Osmium. Wir haben bestimmt schon Gold abgebaut und das steht da unten und wartet, aber keiner baut's ab, klar ist da Gold. Gar kein Problem. Sicher ist da schon Gold. So, wie sieht's da aus? Immer noch Osmium. Okay, das Problem ist natürlich, wenn der hier Osmium drin hat, dann wird der als erstes Osmium exportieren. Weil das ist, was er hier gerade hat. Deshalb müssen wir den mal kurz hier unterbrechen. Und jetzt hat irgendwas keinen Strom mehr. Genau, der hat keinen Strom mehr. Guck mal, Milliflax hat er. Milli, nicht Mega, sondern Milli. Okay, und hier wird es gerade massiv mehr Strom. Gut, cool. Jetzt können wir mal zum Digital Miner gehen, in die andere Basis, in die andere Dimension. Der hat natürlich auch keinen Strom mehr. Der hat immer noch 17.000. 17.000 hat er immer noch. Das heißt, er hat erst 1.000 abgebaut. Okay. Ja, ich möchte den ins Nether setzen. Ich möchte den einmal in den Nether setzen und ich möchte den einmal in den End setzen. Einfach nur, um es auszuprobieren. Und jetzt machen wir noch kurz hier. Game Rule Mob Griefing False. Game Rule Mob Griefing is now set to false. So,
jetzt kann mir der Ender Dragon nämlich nicht mehr was kaputt machen, wenn wir ihn ins End stellen. Das möchte ich tun, einmal ins End, einmal in den Nether und da mal alles abbauen, was es so Schönes gibt. Warum dann noch nicht? Dann haben wir unglaublich viel Endor und Redstone und Diamanten und Dimensional Shard und im Nether bekommen wir einen Haufen Gold. Das ist doch eine schöne Aussicht, oder? Vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.